Willkommen zurück mit mir, dem komischen PP. Nein, komisch bin ich ja gar nicht. X3 Farnham's Legacy auf jeden Fall, aber das ist ja logisch. Ja, wir werden heute mal ein bisschen in der Mission weiterspielen, denn wir haben ja aktuell hier liefere 4200 Kristalle. Ich habe ja gedacht, ja gut, kein Problem, besorge ich über das Hauptquartier hier, schicke ich meine Hauptquartierversorgungstransporte los zum Kristalle kaufen, habe mittlerweile auch 1800 Kristalle da. Ist Blödsinn. Dauert viel zu lang. Deswegen werden wir jetzt auch Moment. Hier wieder wo sind die Kristalle? Unter K macht Sinn. Den Lagerbestand auf 2000 runter, so 1950. Ausgewählt. Dann sind wir fast voll, denn sie sollen das nicht mehr kaufen. Ich werde auch das Schiff, das Kist Computer, Silizium, Silizium. Okay, ich habe gar kein Schiff, das Kristalle kauft, weil nämlich ich habe zwei Komplexe, die beide mit Kristallen übervoll sind. Also ich habe hier ein Schildkomplex. Der hat momentan 7100 Kristalle auf Lager und vor allem, ich habe einen Raketenkomplex, der hat 14.192 Kristalle auf Lager. Ich glaube, ich kann mich da ein bisschen bedienen. Ist nur die Frage, mit welchem Schiff mache ich es? Habe ich noch einen? Ich habe tatsächlich noch einen und zwar macht nämlich 79, leider bitte Gottes 28. gerade mein Händler in Blauer Rüssel nichts mehr. Ich weiß allerdings nicht warum. Der steht hier in Bereitschaft. An der Handelsstation. Ich weiß nicht, warum man nicht handelt. Weil eigentlich brauchen bestimmt die Bochum Chemielabore Energie. Okay, die brauchen jetzt gerade keine Energie. Der hier hätte Energie für 15. Hier kann man für 13 kaufen. Also ich weiß nicht, warum man nichts tut. Dasselbe Problem habe ich auch mit meinem Unihändler 11. Auch der tut hier momentan nichts. Der steht hier in Rolks Reich und tut einfach nichts. Auch hier weiß ich nicht wieso. Es gibt Handelsrouten, es gibt in der direkten Umgebung genügend zu handeln. Also falls jemand was weiß, schreibt es mir gerne in den Chat, schreibt es mir in die Kommentare bei YouTube. Würde mich interessieren, wenn jemand eine Idee hat, warum der Händler hier zum Beispiel nicht mehr handelt, obwohl es eigentlich Handelsrouten gibt und der hier oben auch nicht. Aber den werde ich jetzt zweckentfremden. Wenn der jetzt eh nichts tut, dann soll der jetzt mal kurz zu einem Sonnenkraftwerk fliegen. Andockerlaubnis erteilt. Soll sich ein bisschen auftanken, denn er hat 220 Energiezellen, könnte schwierig werden mit Hin- und Rücksprung und so weiter. Dann soll der nämlich die Kristalle abholen und soll die Kristalle abliefern. Wir begleiten ihn natürlich, dass er auch nicht abgeschossen wird, das ist klar. Ja. Das ist jetzt so die erste Aktion. Währenddessen muss ich mal kurz hier in die Rangstufe. Okay, Paraniden sind wir immer noch ziemlich am Arsch. Wenn sie uns auch nicht mehr alle für feindlich halten. ATF, Terraner, Yaki ist klar. Terrakorps sind wir wenigstens wieder so weit gestiegen, dass sie uns nicht mehr ultimativ hassen. Aber die Atreus, die hasst uns immer noch. Achtung! Alle Piloten werden gebeten, ihr Schiff nach illegalen Waren scannen zu lassen. Alles klar, machen wir. Scannen wir mal. Nee, hab nichts drauf. Okay. Gut, wir selber warten natürlich, bis der Händler dann dort angekommen ist. Wir schauen uns mal Autopilot hier um, deaktiviert. was es Nettes zu tun gibt. Sie sprechen mit dem. Was soll's sein? Es mag sein, dass Sie diese Aufgabe. So, hier gibt es direkt einen Agenten zu gewinnen. Wenn wir die Kahuna-Presse verteidigen, also machen wir das. Hier gibt es auch nette Sektorwachen. Weshalb wir da. Hier sind wir schon. Da kommen Pirat, sie. Harrier, Aufklärer. Ich hoffe jetzt, dass sie meine anderen Schiffe in Ruhe lassen. Aber ich glaube schon. Ja, wie gesagt, okay, hier kommt jetzt noch ein Centaur hinterher. Aber wie gesagt, hier gibt es sogar einen. Militärgreif, der im Sektor ist, der wird mir eventuell unter die Arme greifen. So, sind meine Kanzeln an? Ja. Ziel ist nun in Feuer. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Nein! Nein! Das Licht hat uns verlassen.
So einfach geht's. So, hier unten ist der nächste. Vielleicht steigt da auch einer aus. Pirat, Nova, aufpassen. Hören Sie auf zu schießen. Ich gebe Ihnen das Schiff. Ja, sehr schön. Der erste steigt aus. Pirat, Falke. So, der Adler da drüben wird schon beschossen. Sie ist nun in Feuerreichweite. Sie wollen einen Kampf. Den sollen Sie bekommen. Nur über deine Leiche? Ja gut. Das lässt sich regeln. So, dann kümmern wir uns mal um den Kollegen hier. Pirat Centaur. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Beziehungsweise wir lassen kümmern. Moment, habe ich einen übersehen? Tatsächlich. Ich habe einen Nova-Aufklärer übersehen. Ja, da, um den kümmern wir uns dann zum Schluss. Dann machen wir jetzt erstmal den dicken Fisch. So, Schilde sind runter. Wunderbar. Für die Liebe der Königin! Ach, wird von einem Baron auch noch geflogen. Das sind ja jetzt nicht die ultimativen Kampfpiloten, zumindest sind sie nicht als die berüchtigt. Ich lasse das jetzt auch erstmal meine Geschützkanzel machen. Nicht, dass ich mich wieder hier bei einem Rammstoß selbst vernichte. Für die Liebe der Königin! Aber ein bisschen kann man auch mit den Plasmakanonen nachhelfen, denn die haben ja bekanntermaßen, zumindest was die Hülle angeht, aufgrund der Menge, die ich hier vorne drin habe, einen höheren Schaden. Wie wenn ich es nur durch meine Star Wars-Kanonen machen würde. Deswegen unterstütze ich da mittlerweile immer ein bisschen. Ich weiß, Mausflug und so. Ich hab's versprochen und ich werde es auch versuchen. Ich werde es mal offline üben, damit ich jetzt im Mausflug etwas besser werde und eventuell irgendwann mal zumindest die Kämpfe im Mausflug machen kann. Ist mit Sicherheit, da hat man mehr Gefühl. Sehe ich ja ein. Vor allem mit der Zielhilfe fokussieren, das geht mit der Maus natürlich um einiges besser wie mit der Tastatur. Das sehe ich ja ein, das ist vollkommen korrekt. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Für die Liebe der Königin! Okay, wenn ich ihn getroffen hätte, wäre er tot, aber ich habe gerade fast alles an ihm vorbeigeschossen. Das war ein bisschen peinlich. So, jetzt aber. Sie wurden befördert. Oh, ich bin jetzt. Sie haben da fantastische Krieger. Arbeit geleistet. Überweise jetzt die Bezahlung für die Mission. Gut. Sie haben an Ansehen gewonnen. Sehr schön, wir sind jetzt Argonenheld der Föderation. Okay, jetzt haben wir den höchsten Argonenrang. Jetzt mache ich erstmal hier kurz meine Geschützkanzeln aus. Kommando akzeptiert. Damit wir den Astronauten einsammeln können. Den erwischen wir hoffentlich noch, bevor er irgendwo selber andockt. Ja, der ist mitten im Raum, der wird nirgends andocken. Vielleicht gibt er uns noch ein paar. Wir haben jetzt einen Diplomaten gewonnen, das war eigentlich das Wichtige. Deswegen habe ich die Mission gemacht. Ich mache diese Beschütze, die Station-Sachen eigentlich nur, um die Agenten zu bekommen. Wenn dann Ziel nebenbei in Feuerreichweite. Das eine oder andere Schiff... Oh. Frachtraum enthält nun... Passagier. Dabei rausspringt oder eben auch ein Passagier, der eventuell relativ viel Geld bezahlt. Nämlich 1 Million, wenn ich ihn zu Kahuna Presse Beta bringe. Ja, aber selbstverständlich bringe ich dich dahin. Und natürlich haben wir auch noch sein Schiff. Das holen wir dann auch gleich, aber erstmal liefern wir den ab. Dann haben wir nämlich gleichzeitig abgespeichert. Dann kann uns die Millionen niemand mehr geben. Warum hier jetzt immer... Ach, wegen dem Korsaren ist hier immer noch die Kampfmusik. So, also bitte, ich liefere dich ab. 1 Million bitte her, danke. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators... Wunderbar. Autopilot deaktiviert. So, wo ist jetzt deine...
Dann Nova 8 mal. Nova Aufklärer. Mal wieder Nova Aufklärer. Also das ist wirklich sehr verdächtig irgendwie. Was heißt verdächtig? Da ist ein ganz klares Muster dahinter. Die Nova Aufklärer sind definitiv die Schiffe, die am häufigsten. Hier oben wird geschossen. Ein Split-Waffenhändler oder ein Paranid-Nahrungsmitteltransport. Ja, die Nova-Aufklärer sind definitiv die Jäger, die am häufigsten aufgegeben werden von den Piraten. Das ist jetzt, glaube ich, der 7. oder 8. Nova-Aufklärer, den ich abgreife. Ich meine, ich beschwere mich nicht drüber, aber die sind halt nicht besonders klasse, weil die haben nur ein 25er-Schild drin und das ist von M3 eigentlich schon relativ dünn. So, jetzt fliegen wir aber ein bisschen mehr längsseits. So, dann verlassen wir unser Schiff. Oh, falsche Taste. Ja, ich möchte verlassen. Jetzt sind wir wieder über 100 Meter davon weg. Nee, nicht ganz. Nova, Aufklärer. Gut, dann haben wir unsere erste Kriegsbeute heute. Gut, Krieg ist ja nicht vorbei. Gegen die Piraten ist ja theoretisch schon Krieg. So, übernehmen. Schiffssteuerung transferiert. Dann bitte einmal kurz reparieren. Mittlerweile dürfte auch unser Händler, glaube ich, angekommen sein. Also unser Zweckentfremdeter jetzt erstmal. So, wir steigen wieder ein. Springblossom. So, die Nova kann ich eigentlich direkt ins Hauptquartier schicken von hier aus. Denn da kann direkt in den Hub fliegen. Andockerlaubnis erteilt. Wie schnell bist du? 80 nur. Ja gut, besonders schnell ist er natürlich nicht. Egal, soll fliegen. Das ist in Ordnung. Und wir kümmern uns, genau. Wir sind hier zwar mitten im Raum, aber das ist ja egal. Wir gehen mal kurz hier rein. Hier, genau. Handel. Nimm dir mal nochmal 400 mit. Energiezellen. Dann springe und fliege zur Station. Zum Raketenkomplex. Andockerlaubnis erteilt. Und lade dort dann die nötigen Kristalle, die wir dann rüberschicken. Wie gesagt, da fliege ich aber definitiv dann mit. Okay. Mein Mammut dockt gerade an der Schiffswerft an, das heißt, ich kann mal fragen, was es Sie hier zu tun mit gibt. Dem Automatisierten. Was soll schön? Es mag sein, dass Sie diese Aufgabe etwas problematisch finden werden. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? In Enelas Glück Alpha soll ein Split-Sonnenkraftwerk L gebaut werden. Von 19 Millionen kriege ich dafür. Das L, das kostet doch nur 10. Da mache ich 9 Millionen Gewinn. Ja, das mache ich, das kriege ich hin. So, ein Split-Sonnenkraftwerk L. Wo kriegen wir denn das her? Split-Sonnenkraftwerk L. Familienstolz, Joes Niederlage, Alpha, Zyats letzter Widerstand, Familie Rü. Ja komm, dann springt der nach Familie Rü. Mein Mammut. Navigation, springe und fliege zur Station, Familie Rü. Brauche 280, ja, ist okay. So, Split-Schiffswerft, genau. Andockerlaubnis erteilt. Soll er das da holen? Ich schau gerade mal, was das kostet. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich da rund 9 Millionen mache. Sonnenkraftwerk, ja gut, nicht ganz. 7 Millionen können wir mit dem Auftrag machen, aber 7 Millionen, hallo? Das ist ein Haufen Kohle. Gut, dann wollen wir doch jetzt aber... Oh, schon zwei Korsarenplünderer jetzt hier unterwegs. Dann Sie fragen wir hier noch mal. Was du wollen, die Preise. 200.000 für den gesamten Sektor? Nee, hier gibt es noch so viel. Da kann ich eher noch Geld verdienen, wenn mir irgendjemand einen Auftrag gibt, die zu scannen. Das Geld gebe ich jetzt nicht aus. Okay. Ich fliege dann mal kurz. Soll ich in den Norden fliegen? Sollen wir nachschauen? Nee, eigentlich brauchen wir es nicht machen. Nee, ich speichere das mal, denn diesen dicken Auftrag will ich jetzt nicht unbedingt verlieren. Doch irgendeine Blödheit.
Kahuna-Presse. M. Alpha. So, dann haben wir den Auftrag abgespeichert. Das ist gut. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten. Autopilot deaktiviert. So. Der ist leicht beschädigt, das stört aber nicht so, wie es ausschaut in der Geschwindigkeit. Nein, stört nicht. Gut. Okay, wir sind jetzt hier gerade. Split Feuer können wir nichts machen. Elenas Glück Alpha. Ja, komm, dann flieg mal doch mal nach oben. Ein bisschen Zeit totschlagen. Oder ist der schon angekommen? Ja, ist in dem Moment, wo ich sage, ist er angekommen. So, gelandete Schiffe. 14 Stück sind hier gelandet. Ah, hier sind auch andere ange... So, du holst dir jetzt nämlich mal 4200 Kristalle, wenn das reingeht. Okay, es gehen nur 3600 auf das Schiff. Aber das ist ja trotzdem kein Problem. So, jetzt springst du. Brennens Triumph Delta, bitte. Kommando akzeptiert. Ich springe hinterher. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 3. Blackjack, hi, schönen guten Abend. Erreiche Brennens Triumph. So, Delta. Und dann darf der Kollege jetzt mir folgen. Kommando akzeptiert. Und wir fliegen gemeinsam hier nach unten. Terraner, Mammut. Und liefern erstmal die erste Charge ab. Ja, ihr schießt hoffentlich nicht Ziel auf mich. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ja, ich habe meine Kanzeln Gott sei Dank abgestellt. So, ich bin natürlich viel zu schnell für meinen Uni-Händler, deswegen machen wir jetzt hier ein bisschen Sinsa an, während ich unter dem parke. Dann kommt er hinterher und liefert das hoffentlich, kommt hoffentlich nah genug ran, um das abzuliefern. Die Deppen sich gerammt? Er hat den gerammt. Athene, gepanzerter Transporter. Ich muss das aber wohl immer selbst abliefern, merke ich gerade. Er hat den tatsächlich gerammt, wie dämlich. Mammut. Habe ich das nur... Jetzt wird es gerade rausgenommen. So. Ich habe den tatsächlich gerammt. Ich glaube es nicht. So, Schiff wechseln. So, dann fliegst du bitte wieder zurück. Und holst dir die restlichen Kristalle. Erlaubnis erteilt. Und ich mache derweil was anderes. Kleine Sekunde. So. 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 Okay. Passt wieder. Ja, wir warten. Ja, nee, wir warten jetzt nicht einfach. Okay, der springt jetzt weg. Wunderbar. Unsere Missionen müssten jetzt noch wie viel sein? 585. So. 585. Das kriegen wir auch noch schnell hin. Gut, dann, ich glaube es immer noch nicht, dass er den gerammt hat. Wieso macht er sowas? Ich schaue jetzt mal, ist mein... Mammut ist angekommen, sehr schön. Dann hol dir mal das Sonnenkraftwerk L. Sonnenkraftwerk gekauft. Gut. Navigation, springe in Sektor.
Elenas Glück Alpha, bitte. Kommando akzeptiert. Da springen wir auch hin und erledigen kurz den Auftrag. Sprungantrieb wird geladen. Und holen uns die 19 Millionen. Also, es sind ja nur 7, ich habe ja 12 ausgegeben. Erreiche Elenas Glück Alpha. So. Navigationsbarke. So. Inmitten der Asteroiden, okay, ja, von mir aus. Wie weit muss ich das von der... Das muss ich aber relativ weit wegsetzen von der Navi-Barke. Ja. Ich hoffe, das zählt. Aber ich gehe mal davon aus. Keins eingehende Nachricht. Sehr schön. Da ist die Kohle. Wunderbar. Wie schaut's aus? Unihändler, du brauchst noch ein bisschen. Dann funken wir mal kurz. Produktionskomplex mittlere Waffen. Alpha. Schauen wir mal, was hier zu tun gibt. Sie sprechen mit dem... Glauben Sie, dass Sie da auf... Nee, gestohlene Schiffe holen wir nicht zurück. Freie Argon-Handelsstation. Sie sprechen mit dem... Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Diese Mission könnte Ihnen ernsthaft... Moment. Eine Stunde, vier Minuten für 4,7 Millionen? Nach Linie der Energie? Ja, klar. Ich meine, ich habe ja meinen Ortolan. Der ist mit Energiezellen voll. Der springt jetzt zu mir. Kommando akzeptiert. Auf den warten wir jetzt. Ja, auf den warten wir jetzt. Währenddessen schicke ich meinen Mammut aber wieder zurück. Der soll wie immer an der Schiffswerft warten. So, wir... Der ist ja so schnell, der ist ja schon da. So, also, wir wechseln hier mal kurz. So... Dann erledigen wir mal kurz die 4,5 Millionen, die kann ich mir dann doch nicht rausgehen lassen. Das muss ich kurz erledigen. Und das wäre verschenktes Geld. Andockvorgang erfolgreich. So, aber... Okay, ich bin sicher an Bord. Und jetzt bringen Sie mich zu meinem Ziel. Wir haben ja so viel Zeit. Da kann ich ja ohne Probleme Elenas Glück... Moment, Trantor... Bist du? Rantor. Kann ich den hier nämlich... Moment, ich muss nachschauen. Ich habe schon wieder vergessen. 585. Kann der nämlich die 585 einladen? Letzter hier. Aufruf für die 585. Kristalle. Transferiert. Energiezellen soll er auch noch 300 mit... 300. Man muss dazu nicht rausgehen, man muss es nur richtig machen. 300. Energiezellen. Transferiert. So. Springe in Sektor. Dann springst du wieder nach Brennens Triumph. Kommando akzeptiert. Rüber. Ich springe kurz nach Linie der Energie. Erledige kurz den Auftrag. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20. Und komm dann hinterher. Linie der Energie. So. Ranch M Beta. Aber da müsste doch jetzt mein Rang bei irgendjemandem total in den Keller gehen. Was, dann verstehe ich nicht, warum der mir so viel Kohle für so viel Zeit gibt. Andockvorgang. Ich weiß Ihre Arbeit wirklich zu schätzen.
Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich bin ich jetzt irgendwo wieder richtig am Sack. Ja gut, bei den Paraniden hat es 30% ins Miese gehauen, aber ansonsten. Die Terrakorb mag mich wieder. Die Terrakorb mag mich wieder. Das ist doch was Schönes. Ja, das ist definitiv schön. Eine aktuelle Information. Da gehe ich jetzt auch nicht in meine Springblossom zurück, sondern Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Erreiche Brennens Triumph. Das machen wir mit dem Ortolan. So, du folgst mir wieder. Kommando akzeptiert. Ich fliege wieder als erstes da nach unten. Du mir hinterher, dann muss ich wieder das Schiff wechseln, weil es ja scheinbar nicht funktioniert. So, hier ist jetzt ein Terraner Vorhut Rapier. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. So. Dann warten wir jetzt mal auf unseren Unihändler. Ja, da kommt er. Und dann steigen wir halt kurz um. Und dann erledigen wir den Auftrag kurz. Athene, gepanzerter Transporter. So, die Athene ist da. Wir sind noch 4 Kilometer weg. Mammut. Die ist natürlich jetzt nicht besonders schnell und hat auch, oh, hat auch keinen Zinser an Bord. Okay. Wir müssen ohne. Ach, von hier aus wird das schon transferiert. Das ist ja geschickt. Ortolan, Schiffer. Da dürfte das jetzt nicht mehr an Bord haben, oder? Nee. Das bedeutet, Aufgabe erfüllt. Was müssen wir als nächstes? 1300 Mikrochips. Die habe ich ja, glaube ich. Gut, dann kannst du jetzt wieder... Blauer Rüssel und vielleicht arbeitest du jetzt... Ich weiß es nicht. Wer ist hier ein blauer Rüssel? Irgendwann ist ein blauer Rüssel. Irgendein Händler ist ein blauer Rüssel. Unihändler 6. Okay, Kristalle besorgt. Unihändler hat halt einmal den, den Mammut hier gerammt. Kommt vor. Beide haben überlebt. Kurioserweise unbeschädigt. Mal, wenn ich mir gegen jemanden fliege, gehe ich immer kaputt. So, wir hüpfen jetzt. Moment, sollen wir das? Nee, das können wir mit. Das können wir mit der. Nee, das können wir nicht mit der Springblosse machen. Die hat ja nur 1200 Ladevolumen, aber der hier ja auch. Der hier ja auch. Ja, komm, dann müssen wir halt zweimal fliegen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Dann müssen wir halt zweimal fliegen. Erreiche Elenas Glück, Alpha. Wir wechseln das Schiff wieder. Asteroid. Nicht Asteroid, ich möchte dich... Springblossom. Gönnen. Genau, Springblossom, bitte. So. Jetzt wechseln, danke. So, Kommando, Navigation, dock hier an. Ja, wenn du hier bist, dann dockst du am Schildkomplex. Nee, am Bufo-Komplex. Dann wartest du da. Da können wir nämlich auch jederzeit Energiezellen holen. So, wir fragen mal hier, ob es hier noch einen Agenten gibt. Sie sprechen mit dem Auto. Wir sind diese Mission. Nein? Sie sprechen mit dem Auto. Was? Diese Mission stellt eine Herausforderung dar. Keine. 5 Millionen, ist mein Ortola noch da? Kommando akzeptiert. Kommando abbrechen. Ortolan, Schiffer. Er ist jetzt schon 10 Kilometer weg, aber das ist kein Problem, den holen wir wieder ein. Eingehende Nachricht. Weil die 5 Millionen, Moment, die muss ich kurz annehmen. Sie sprechen mit dem... Was? Alle benötigten Informationen. 5 Millionen und ein Agent. Das muss ich annehmen. So, ich habe eine Nachricht bekommen, das kann ja eigentlich nur ein fertig trainierter Marine sein. So.
Dann dockst du mal da an und holst den Kollegen mal ab. Freie Argon Handelsstation. Das wäre der zweite Agent, den wir schon abgreifen können. Andockvorgang erfolgt. Ich bin soeben an Bord gekommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist alles sicher verwahrt. Die Reise soll beginnen. Sehr schön. Ich muss in die Kammer Alpha, das ist geschickt worden. Dann kann ich mit dem Ortolan eigentlich direkt mal weiterfliegen zum Hauptquartier und kann die ersten Mikrochips abholen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im holographischen Kino neue Filme angefangen haben. So, der wartet auf Abholung. Der ist jetzt bei Ingenieur bei 4, bei Hacknisse bei 5. Mechanik fehlt ihm noch. Dann lassen wir den jetzt mal Mechanik. Chris Jovi. Schwarze Sonne war das. Schwarze Sonne kommt unter S. Siegfried. Handel, Chris Jovi muss trainieren, Mechanik. Sehr gut. Ist Chris Jovi mein erster? Nein, er hat trotz... Doch, mein erster 3-Sterne-Marine. Es geht voran. So, du bist im blauen Rüssel angekommen. Dann lassen wir dich mal wieder handeln, in der Hoffnung, er handelt jetzt endlich. Und er lässt es nicht wieder... Handel, starte Sektorhandel, blaue Rüssel. Akzeptiert. Vielleicht tut er jetzt endlich mal was. Was tut mein Neuner? Das schauen wir noch und dann machen wir einen Cut. Der war doch hier reichsreichslos, genau. Da ist er. Hier der Elfer. Okay, der Elfer tut wieder was. Der Elfer tut wieder was, der fliegt wieder. Okay. Okay, das ist gut. Jetzt schaue ich bei dem mal, ob der was tut. Ja, er will seine Energiezellen verkaufen, die er ohnehin an Bord hat. Naja. Okay, also, dann machen wir an der Stelle den ersten Cut. Bei Twitch sehen wir uns gleich wieder. Bei YouTube. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.